Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge bei FIFA 23. Ja, dem Early Access so ein bisschen, also der Demo-Version, aber mit der Vollversion eigentlich im Endeffekt. Wir können sie 10 Stunden lang spielen vor Release-Tag. Und die Videos sollen so ein bisschen, ja, zur Unterhaltung dienen, aber auch vielleicht zur kleinen Hilfe. Was ist denn hier eigentlich möglich, gerade für Neueinsteiger? Ich selber habe FIFA schon seit längerem nicht gespielt, verfolge es auch seit längerem nicht, habe es aber früher mega gern gespielt. Und eigentlich macht es auch immer wieder Spaß. Und was besonders viel Spaß macht, ist ja seine eigene Karriere mit der Mannschaft zu erstellen und neue Spieler zu kaufen. Und was wir jetzt hier folgendes machen, wir machen nämlich jetzt das hier, was eigentlich ein kleiner Traum ist. Wir haben ein Budget von 1 Milliarde und ein Wochenbudget von 21 Millionen hier beim FC Bayern. Das könnt ihr mit jedem Team machen, wenn ihr es bei der Einstellung so macht. Und ich will mal ganz gerne gucken, was können wir denn eigentlich hier alles kaufen? Denn Geld zählt, wa? Selbst ein Cristiano Ronaldo, gut, der wollte zu Bayern kommen, kommt denn auch zu Bayern? Selbst ein Neymar wollte zu Bayern kommen. Was kostet eigentlich die Welt? Und das will ich in zwei Sachen unterteilen. Zum einen, was kosten eigentlich vermeintlich starke Spieler, die etwas älter geworden sind, aber irgendwie halt, ja, eigentlich jeder gerne haben möchte oder in sein Lieblingsteam sehen möchte. Und das sind so mitunter zwei Spieler, die mir einfallen. Cristiano Ronaldo war ja gerade ein Name gewesen. Cristiano Ronaldo war ja auch schon bei Bayern so ein bisschen gehandelt gewesen. Ich, und das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, finde es ein bisschen schade, dass sie es nicht getan haben, weil das Ganze wäre natürlich doch gut für die Trikotverkäufe gewesen. Sprich, das Geld, was man vielleicht ihnen gibt, würde man umso mehr mit Trikotverkäufen wiederbekommen. Und im Endeffekt ist es immer noch ein starker Spieler. Wie gesagt, wir suchen ihn mal schnell raus. Da ist er auch schon. Und wir sehen auch ganz schnell hier bei Wert 41 Millionen. Das ist halt nicht mehr die Welt, war 37.000 kostet ja immerhin. Setzen wir mal auf die Wunschliste. Dann fällt mir noch tatsächlich Zlatan ein. Zlatan, 40 Jahre alt mittlerweile und immer noch richtig stark, aktuell noch mit Kreuzbandriss in die neue Saison gestartet. Aber trotzdem, der ist halt einfach stark, wa? Und da gucken wir uns mal an. Guck mal, Wert 10,5 Millionen, das geht immer noch, Gehalt 77.000. Der ist gar nicht kontaktierbar. Oh, das ist ja schade. Okay, den können wir leider schon mal vollkommen vergessen. Wen haben wir denn eigentlich noch? So, wir gehen mal zwischen 37 und 50 im Alter und jetzt gucken wir mal, ob wir hier wirklich einen richtig großen Namen finden. Guck mal, Thiago Silva, der ist mittlerweile 37, hat aber noch ein Gesamt von 86, kostet aber nur 12 Millionen. Warum ich das auch ganz so mache, ist halt einfach auch mal, vielleicht haben wir ja ein Team, was gut ist, was gute Finanzen hat, aber es ist halt auch mittlerweile wirklich schwer, gute Spieler und junge Spieler für günstiges Geld zu bekommen. 12 Millionen dagegen ist nicht allzu viel und wir gucken mal, wie viel wir denen eigentlich wirklich geben müssen, um die zu bekommen. Zum Beispiel Modric, der ist 36 Jahre alt, ein Wert von knapp 29, aber vielleicht können wir das auch mal ein bisschen drücken, auf die Wunschliste mit ihm. Piqué, Innenverteidigung, 9,5 Millionen, nur Ablöse, Gesamt 83. Wunschliste. Silva, Wunschliste. Also ab 35 fehlt hier schon einige Spieler, mit denen ihr was anfangen könnt. Karim Benzema, 34. Ah, das sind halt so die Spieler wie Lewandowski. Die verlieren wirklich wenig an Wert. Guck mal, wie ich noch gefunden habe in der MLS-Liga, also in der amerikanischen Liga. Chiellini, 84 gesamt, 37 an Alter, aber 7,5 an Wert auf die Liste gesetzt. Cuadrado nehmen wir auch mal mit. Ah, Di Maria nehmen wir auch mit. 20 Mille. Geht auch. Vielleicht können wir es mal runterdrücken. Mal gucken, was wir hier alles drücken können. Checo nehmen wir auch mit. Kennt doch jeder von Dortmund. So, jetzt haben wir einige schon in unserer Wunschliste. Das sehen wir jetzt hier. Es sind ja fast 12 an der Zahl. Und mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was raushandeln können. So, Transfersumme anbieten. Die liegt ja beim Marktwert von 41 Millionen. Und wir versuchen mal, das ein bisschen runterzudrücken. Und ich habe ja so ein kleines Schema. Ich versuche manches auf 10% runterzudrücken. Und deshalb gehen wir mal jetzt hier auf 38 Millionen. Komm. Oh, warte. Nein, nicht 38.000, 38 Millionen. Ah, die paar Nullen, die kann man ja schon mal getrost vergessen. Entschuldigung. Ja, komm. Und ein paar Schlepperchen oben drauf. Süße, guck mal. Faires Angebot, wunderbar. So, Silver, 12 Millionen. Ah, da machen wir jetzt mal daraus 10er. Ah, hat auch geklappt. Im Übrigen, das sind alles jetzt nur die Vereine, die kommen. Da geht es jetzt nur um die Ablösesumme. Modric. Sollen wir mal Modric mal probieren, 20% weniger zu machen?
Ihr wollt Pavard dafür haben? Akzeptiert. 10 Millionen und ihr kriegt Pavard, den brauche ich sowieso nicht. Aber Ancelotti hat ja abgenommen. Holla, die Waldfee ist ja dünn geworden. Piqué. Bei einer Tasse Kaffee wird mit Piqué verhandelt. So, und dadurch, dass er ablösefrei ist, dann machen wir mal 35, 3 Jahre. Komm, Piqué, 3 Jahre kriegst du noch hin. Okay. Umgehen brauchen wir nicht. Du machst bei uns zu Ende. Rente. Gehalt. 10% machen wir mal. Nee, komm, wir machen mal hier. Ihr könnt, ich hoffe mal, die gegenargumentieren so ein bisschen. Und Einstiegsbonus natürlich. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Hoppala. War noch bei den Ablösesummen gewesen. Machen wir mal hier. So. Gehalt. 96, fast 97.000. Und Einstiegsbonus. Boah, ey, Digga, komm. 700.000. Wie klingt das? Süße, faires Angebot. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Bonus gegeben. Damit haben wir den ersten Spieler schon mal. Piqué ist jetzt zu Bayern München gekommen. Für 19,5 Millionen anscheinend. Beziehungsweise wäre er für 19,5 Millionen. Schadrado. So, Transfer, so mit 13,5 ist es. Wir machen, oh, boah, wir sind mal no risk, no fun. Wir haben ja schon mal einige Summen, haben wir ja schon mal ganz gut erfüllt. Absenden. Komm, Gegenangebot. Also wir ein bisschen verhandeln wie auf dem Bazar, möchte ich schon ganz gerne. Ja, wir machen mal so hier, guck mal. Ich schreibe dir jetzt mal eine Zahl auf. Zack, 12 Mille. Also Millionen, nicht Mille, nicht 1000, sondern Millionen. Ey, immerhin um eine Million haben wir jetzt mal drücken können. Klappt also nicht bei jedem. Di Maria, Kaufvorschlag. Da sind wir auch mal jetzt ganz dreist. Transfersumme um 25% einfach mal senken. Da kommt Gegenangebot. Wir machen das glatt, ja. 500.000 ist immer doof im Portemonnaie. Wir machen jetzt einfach mal 17 Mille. Komm. Schlag ein, spuckt in die Hand, Flossen darauf. Na, siehste, guck mal, so geht das. Ey, Frauen müssten wirklich ein Team leiten, wa? Die kriegen das einfach so hin. Die kriegen das einfach so hin. Die haben sowieso immer Ahnung von Finanzen. So, das ist jetzt ein Spieler, der ist jetzt nicht so wichtig. Deswegen machen wir mal Folgendes. Wir sind jetzt wirklich mal kackendreist. Um 7 Millionen drücken wir das Ganze. 11,5 Gegenangebot, ey. Ihr wollt zu uns, ja? Nicht, wir wollen ihn. Das klingt auch ein bisschen komisch, aber... Oh. 10,5. Ja, das ist wirklich unser letztes Angebot. Überlegt's euch. Ha! Siehste, so läuft das. Gut, 13 Millionen stehen im Raum. Ist jetzt nicht so ein Spieler, wo ich sage, der ist wichtig. Wir machen mal wieder die Hälfte. Oh, der kam uns aber ordentlich schon entgegen. Gegenangebot. Nein. Ach, na gut. Aber wir haben fast, wir haben 4 Millionen gespart fast. Der kam uns ja ordentlich entgegen. Gut, wir haben jetzt ein Angebot unterbreitet und konnten echt richtig viel sparen. Jetzt müssen wir natürlich kurz mal einen Zeitraffer machen. Springen wir mal kurz in die nächsten paar Tage und gucken wir mal, wie wir jetzt mit den Spielern verhandeln können. So, jetzt können wir mal verhandeln. Cristiano, das ist jetzt richtig wichtig. Ach, da dürfen wir nicht so viele Mätzchen machen. 220.000. Erst einmal natürlich Schlüsselspieler, selbstverständlich. Akzeptieren, 2 Jahre. Komm, umgehen wir, oder? Diese, super, sehr schön. Gehalt, Cristiano, für dich. 2 Mille. Wir machen wieder 10% weniger. Der ist zufrieden. 20.000 haben wir in der Woche gespart. Alter, 220.000 wollt ihr. Guck mal, Cristiano Ronaldo bei FC Bayern. Hassan Salihamidžić, so wird es gemacht. So holt man einen Weltstar. Oh, da ist ja richtig was los, ey. Boah, what the fuck? Hassan, so geht Marketing. So geht Marketing. Wir überlegen uns Cristiano Ronaldo. Nee, wollen wir nicht. Und so wird's gemacht. Na Leute, gut, die 7 wäre besser gewesen. Aber egal, wir geben ihm noch die 7. Aber Cristiano Ronaldo beim FC Bayern München. Und das eigentlich für ein Stepperkin. Wir haben ordentlich Ablösesumme gespart und Wochengehalt. Sehr schön. So, die anderen mache ich jetzt einfach mal auf Delegieren, weil Wochengehalt ist hier echt nicht mehr wichtig. Wir sehen nämlich schon.
Oh ja, das geht so einigermaßen. Ich mache einfach jetzt mal 200.000. Nach Delegieren wird, glaube ich, eigentlich auch nach den aktuellen Gehältern gemacht. Dann gucken wir mal, wen wir hier alles bekommen. Ich denke mal, in den meisten Fällen wird dann vielleicht nochmal ein Gegenangebot kommen. Dann müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen. Modric wäre auf alle Fälle eine schon sehr, sehr gute Sache. Und das heißt jetzt für uns mal wieder, wir gehen nochmal zum Kalender und springen nochmal ein paar Tage nach vorne. So, es gibt Ausrufezeichen. Chiellini. Angebot annehmen. Di Maria. 200.000 will er haben. Komm, da müssen wir aber nochmal. Können wir verhandeln? Da verhandeln wir aber noch, mein Junge. Da müssen wir nochmal verhandeln. 200.000 kriegt schon Cristiano Ronaldo, mein Junge. 160.000 willst du haben. Oh, was habe ich jetzt akzeptiert? So, 70 Millionen war ich schon vorher. Ich glaube, wir haben jetzt richtig viel gespart, kann das sein? Ja, sie haben 200.000 angeboten. Wie sind die Verhandlungen gegangen? In den Verhandlungen haben sie uns 120.000 angeboten. Du, warum nicht? 100.000? Nein. Jetzt guck doch mal drauf hin. 99.000 haben wir jetzt gerade als Angebot bekommen. Das könnten wir jetzt annehmen oder nicht? Wir gehen jetzt in die Verhandlung. Jetzt wollen sie 79.000. Wie geil ist das denn? Probiert's einfach mal aus. Geht doch mal in die Verhandlung. Die gehen selber nochmal um 20.000 zum Beispiel runter. Bei Di Maria waren es 80.000. So, jetzt haben wir echt alle aus der Wunschliste auch kaufen können. Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Finanzen aus? Wir haben jetzt für die ganzen Spieler, das müsst ihr euch jetzt mal reinziehen, wir haben jetzt für die ganzen Spieler, haben wir jetzt gerade einmal 74 Millionen Euro ausgegeben. Und wir haben ungefähr 3 Millionen Wochengehalt ausgegeben. 74 Millionen. Guckt euch mal an, was wir jetzt quasi dafür aber jetzt bekommen haben. So sieht jetzt aktuell die Reservespieler bei Bayern München aus. Wir haben Cristiano Ronaldo, Piqué, Chiellini, Di Maria, Giroud, Silva, Modric, Dzeko und Silva. Die Spieler haben wir uns alle geholt als Reserve für 74 Millionen Ablöse und ungefähr, ja, knapp 2 bis 3 Millionen Wochengehalt. Das heißt, wir haben jetzt gerade 9 Spieler geholt. Das heißt, wir können jetzt nochmal eine Schippe draufsetzen. Im Übrigen, als kleinen Tipp, das waren jetzt 9 Spieler, die wirklich was leisten können noch, eigentlich für ein, 2 Jahre, wo ihr vielleicht wirklich nur 74 Millionen ausgeben könnt. Wenn ihr gut handelt, kann auch sein 80 bis 85 Millionen. Aber wenn ihr das Geld habt mit eurem Team, probiert es doch mal gerne aus. 9 starke Spieler. Was wir aber jetzt ausprobieren werden, ist natürlich noch Folgendes. Wir werden jetzt nochmal 3 Spieler suchen, die ich unbedingt haben möchte. Das ist zum einen Messi. Oh, Neymar ist schon 30 Jahre alt geworden. Aber Neymar nehmen wir auch. Und Kylian Mbappé. Das wird natürlich ein bisschen heftiger, weil der Wert ist schon fast auf 200 Millionen. So, da werden wir natürlich jetzt hier, obwohl Kauf delegieren können wir auch probieren. 54 Millionen. Neymar, 100 Millionen. Kauf delegieren. Es soll schnell gehen. So, den ersten haben wir schon mit Neymar. Der hat das Angebot angenommen, beziehungsweise Transferverhandlung. Ja, Angebot annehmen bitte. Und jetzt können wir auch mit ihm verhandeln, beziehungsweise auch delegieren. 210 machen wir. Neymar. Achso, ach, haben wir jetzt nur. Achso, Entschuldigung. So, Neymar 210 nehmen wir an. Und genauso wie Cristiano Ronaldo ist natürlich ein bisschen mehr Trubel und Rubel. Mit Unterschrift, mit Lächeln, mit Winken und natürlich herzlich willkommen bei FC Bayern München, Lionel Messi. So, das gleiche natürlich jetzt auch noch bei Neymar, dann nehmen wir auch das Angebot an. Willkommen bei FC Bayern München, auch das gleichige. Er kommt an, begrüßt alle, schreibt Autogramme und alle freuen sich, dass Neymar endlich bei FC Bayern ist. Und wie wir natürlich am Ende auch noch haben, ist Kylian Mbappé. Also ich habe jetzt nichts großartig bei denen rausgegangen, ich hatte ja noch so viel Geld übrig gehabt. Im Großen und Ganzen muss man sagen, Geld, ja, Geld makes the business big, wa? Wenn ihr genug Geld habt, dann könnt ihr alles machen. Da kommt sogar ein Kylian Mbappé, der wirklich. Also Kylian Mbappé, dem willst du doch wirklich nicht Manager sein lassen. Der macht dich ja fertig, wa? Also wenn der irgendwann mal Geldeintreiber wäre, der macht sogar Kinder wegen Centbeträgen fertig. Also der ist ja so ein Pfennigfuchser. Den haben wir jetzt auch mittlerweile bekommen. Und unsere Finanzen sehen jetzt wie folgt eigentlich am Ende aus. Wir haben noch 478 Millionen und fast 10 Millionen Wochengehalt. Wo willst du das bitte schön loswerden? Das gibt's soweit gar nicht. So, Freunde, gut, das war's gewesen. Ein kleines spaßiges Video, aber auch ein interessantes Video, weil denkt einfach mal daran, am Anfang, wir haben 9, ja, doch schon irgendwie Legenden gekauft. Also alt gewordene, richtig gute Spieler, trotzdem mit einer Gesamtwertung von 80, 84 und so weiter, zumindest
wie Cristiano Ronaldo oder Modric, die wirklich noch richtig stark sind und haben insgesamt in Anführungsstrichen nur 74 Millionen Ablöse gezahlt und 2 bis 3 Millionen Wochengehalt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt den ganzen Daumen hoch, schreibt was jetzt in die Kommentare und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.